Tag zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines und einer Fahrt mit einer unserer Straßenbahnen. Ja, es soll jetzt in dieser Folge darum gehen, den öffentlichen Nahverkehr mal zu überarbeiten. Da sind doch einige Dinge, die sich besser machen lassen. Das will ich komplett neu gestalten. Auch die Verkehrsführung an manchen Stellen ist noch nicht ganz ideal. Und ja, so wollen wir dann diese Folge angehen. Wir unterbrechen mal die Fahrt hier mit unserer Straßenbahn. Nicht mehr folgen, bitte. So, dann kannst du deiner Wege ziehen. Das Erste, was ich noch machen möchte, ist, das sind noch ein paar Kleinigkeiten mit ein paar ganz guten Tipps aus den Kommentaren. Und zwar das hier, habe ich gesehen, das hässliche mit dem Kanal. Das können wir mit Move It ein bisschen korrigieren, hoffe ich. Und auf der anderen Seite können wir das auch noch ein bisschen verstecken, so, wo dass die Schiffe da jetzt durchkommen. So, dann hier die Kreisverkehre, da möchte ich jetzt noch den Traffic Manager einsetzen. Das macht, denke ich, Sinn. Dazu müssen aber noch mal hier ein bisschen die Spuren optimieren. Also wir brauchen hier nämlich eigentlich auch 3 Spuren, nicht nur 2. Das machen wir mal ein Upgrade. Hier möchte ich einen Kreisverkehr hinsetzen. Dennoch, das denke ich, ist sinnvoll durch den Schwerlastverkehr, der hier durch muss. Das machen wir in der Manier mit diesen Kiesstraßen. 5 Felder in alle Richtungen. Ja, und dann das passt und dann können wir hier mit den Straßen wieder ran. Erst nochmal ein Upgrade natürlich. Nehmen wir ruhig 3 Spuren. Jawohl, das sieht ganz gut aus und dann können wir hier das hier ranführen. Die Straßenbahnschiene ist noch unkritisch, dass das jetzt nicht passt. Das korrigieren wir sowieso, wenn wir die Straßenbahn überarbeitet haben. Hier können wir vielleicht auch 6-Spur-Straßen mit Fahrradwegen. Dann hätten wir hier noch Fahrradwege. So, jetzt ist natürlich hier unsere Brücke verschwunden, aber das ist nicht so schlimm. So, dann können wir weiterlaufen lassen und wir nutzen jetzt den Traffic Manager, um dann hier kommst du hier durch das Schiff? Uah, das sieht komisch aus, das korrigieren wir gleich. Aber jetzt erstmal hier die Kreisverkehre automatisch setzen lassen. Einmal hier und hier. Und dann will ich hier auch noch die Spuren richtig setzen, damit wir hier so einen schnellen Kreisverkehr bekommen. Das heißt ja, dass die Spuren hier entsprechend immer eins weitergehen, dass die Autos dann entsprechend hier auch die Spuren richtig wechseln. Von der mittleren nach außen und von der innersten in die mittlere. Denn dann kriegen wir einen deutlich besseren Fluss. Da gab es einen ganz guten Tipp in den Kommentaren. Vielen Dank dafür. Das denke ich, ist ganz sinnvoll, das so zu handhaben. Das muss ich dann erstmal einspielen mit den Autos. Aber
Das kriegen wir hin mit Stopp. Hier ist jetzt eine Spur zu viel. Also nochmal du dahin. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt sehen wir nochmal hier ein paar Bäume oder Büsche. Haben wir ja nicht so ein paar Büsche hier. Kleiner Busch. Wieso nicht? Oh, das wäre noch ein bisschen hübscher, ne? Ja, ein Kreisverkehr, der sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, vielleicht brauchen wir ja nochmal drei Spuren auf der Straße. Das machen wir erstmal. Die Straßenbahn, das gucken wir uns dann später nochmal an. Und hier, ja, das. So, damit haben wir hier eine bessere Logik. Und hier, ja, das jetzt zu einem Rückstau kommt. Ich denke, das muss ich jetzt erstmal finden. So, dann haben wir noch einen Kreisverkehr hier vorne. Auch den möchte ich korrigieren. Ja, das sieht auch gut aus. Und dann den vierten Kreisverkehr, der ist ja hier südlich der Wohnungsbau GmbH. Auch den wollen wir nochmal einmal korrigieren. Ja, und auch dem spendieren wir noch ein paar bisschen Grün. Schauen wir hier noch so ein bisschen Vegetation, niedrige Vegetation, naja. Hier noch kleinere wilde Hecke. Damit ist der Kreisverkehr auch komplettiert und es kann hier einigermaßen flüssig gefahren werden. Das gefällt mir ganz gut. Wir beobachten nochmal hier vorne und den Friedhof können wir auch mal freigeben. So, und hier, ja, hier haben wir noch einen großen Rückstau. Ich glaube, das gibt sich aber mit der Zeit, dass hier die Fahrzeuge richtig fahren. Ich kann noch mal gucken, hier sind jetzt also sind die Schilder jetzt hier richtig gesetzt. Ne, sind nämlich nicht das. Okay, wieso hast du das nicht gemacht? Dann machen wir das noch mal. So, jetzt sind sie aber gesetzt. Okay, das mochte er nicht, dann hat er das hier nicht gemacht. Zurück, dann hier und hier unten. So, ja, Vorfahrt im Kreisverkehr, Vorfahrt achten beim Reinfahren. So, jetzt sollte es sich aber klären. Sehr schön. Ja, jetzt der Plan, den Nahverkehr zu überarbeiten. Da fangen wir in der Hierarchie ganz oben an. Indem wir nämlich jetzt den U-Bahn-Verkehr nochmal optimieren oder anpassen. Wir blenden mal alles andere aus. Die Busse auch. So, also nämlich jetzt sehen wir, dass hier hinten der Averbuch und Buch, da könnte man nochmal eine Haltestelle definieren. Nehmen wir hier eine. Ich finde, wir könnten hier am Eingang noch mal eine Sache platzieren. Ich frage mich, machen wir das hier oder hier? Oder machen wir es sogar vielleicht hier in dem Stadtteil? Gucken wir mal. Ne, wir machen das hier oben. Und führen dann auch
das hier entsprechend hin. So, da gehen wir hier geradeaus. Folgen hier idealerweise der Straße und machen dann hier eine Kurve. Das mag er noch nicht. Warum nicht? Dann müssen wir noch etwas geradeaus und kommen dann hier an. Ja, dann haben wir hier zwei Haltestellen, nämlich diese hier und hier unten unseren Hub. Auch die müssen wir noch integrieren in unser Netz. Und wir haben hier die Verbindung. Können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht einmal unterbrechen. Dann diese Verbindung hierhin führen. Jetzt müssen wir noch gucken, dass wir auch die Linien anpassen. So. Und wieder langsam weiterlaufen lassen. Denn dann kann ich jetzt hier diese Linie dafür nutzen. Also erstmal geradeaus raus und dann fahren wir damit nämlich dann nach der Gerade. Wir müssen nur gucken, dass wir hier durchkommen. Ja, Moment, ich will jetzt nochmal. Also das sieht ja wirklich ganz komisch aus. Das war nicht so gewollt. So, dann möchte ich diesen Knoten tiefer setzen, dass er verschwindet. Boah, das sieht doch besser aus. Ein paar Tsunami-Wellen. Ja. So, der Verkehr hier, das klärt sich auch auf. Das passt. So, also dann jetzt hier müssen wir durch. Wir sind hier bei minus 24 Metern, glaube ich. Genau, vielleicht bleiben wir auch so tief und kommen dann hier hoch. Das müsste ja hoffentlich reichen. Also wir gehen hier auf 24 Meter. Das machen wir mit 12 Einheiten. Aha. Das reicht nicht, dann 36 und 12, es geht dann sehr steil runter. So, das ist eine etwas scharfe Kurve, aber das lässt der Kanal nicht anders zu. Dafür können wir jetzt hier relativ gerade durchfahren. Können wir hier auch noch eine U-Bahn-Haltestelle, denn wir haben da eine, aber hier ist keine. Wir können dieses Gebiet hier auch noch entwickeln. Vielleicht passt ja hier, aber das möchte ich nicht an die Hauptstraße setzen. Vielleicht da passt eine hin. Hier wäre gar nicht so schlecht. So, dann kommen wir hier lang. Müssen hier, damit wir hier im Gesundheitscampus auch ein bisschen was anbieten können. Wir gehen hier schon mal auf 18 runter. Schließen hier an. Das sieht auch aus. Das hier ist ein bisschen unglücklich. Wir können nur den Verstand hier quer. So, kommen wir gut. Das sehen wir gleich. Und dann jetzt hier den letzten U-Bahnhof. Da müssen wir noch mal gucken, wie das hier oberirdisch aussieht.
So, denn hier sind wir ja oberirdisch. Da möchte ich jetzt auch schnell runter. Also 12 Einheiten und 12 tief. Ich mache hier auf der Gegenseite schon mal. Das mag er nicht, dann holt ihn mal aus. 12 und 12. Wir müssen dann die Stromleitung noch mal einmal ziehen. Die haben wir jetzt ja gerade gekappt. Ja, so. Und dann haben wir wieder einen hohen Bedarf an Bevölkerung und Gewerbe. Dem möchte ich dann gleich auch noch gerecht werden. Aber erstmal machen wir jetzt hier die U-Bahn. Also, jetzt kommen wir von hier aus. Da sind wir bei 12. Können wir überlegen, ob man hier hinten vielleicht nochmal einen platziert. Ein Haltepunkt. Vielleicht an der Stelle. Oder eher hier, ne? Vielleicht sogar hier an der Ecke. Dann ziehen wir den in einer leichten Biegung schon mal hier entlang. Sechs Felder und schließen diese Haltestelle hier an. Sehr schön. Und hier kommen wir von hier aus, folgen hier der Straße. Ja. Dann schließen wir hier nämlich der gerade auch sehr schön an. So. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir hier diese Verbindung. Jetzt können wir noch hier rüber gehen, damit das hier keine Sackgasse ist. Da müssen wir wahrscheinlich hier oben lang kommen. Das ist aber auch okay. Das machen wir jetzt auch noch. Also müssen hier eine Verbindung geradeaus. Das passt. Ich glaube, hier brauchen wir jetzt keine Verbindung dann noch hier rüber. Das ist erstmal nicht notwendig. Ja, so, dann haben wir das. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, wenn wir jetzt hier die ganzen Linien haben. Also diese hier müssen wir noch verlängern. Eine hier vorne hin. Jetzt auch schon wieder weiterlaufen lassen. Das funktioniert schon mal ganz gut. So, jetzt haben wir den Bedarf, den gucken wir uns gleich an. Also haben wir hier eine Linie, die startet hier, hält hier, hält den Stärkrade vorne. Wobei, vielleicht ist das schon zu weit. Vielleicht machen wir die nur bis hier und pendeln dann schon wieder zurück. Und dann haben wir noch eine zweite. Die kann dann startet hier, hält hier, hält in Stärkrade und pendelt hier wieder zurück. Ja. Das ist quasi auch der Halter für Osterfeld. So, hier haben wir die Verbindung. Wir könnten hier in Marx, wo sich auch nochmal hinten eine Haltestelle ganz am Ende setzen. Vielleicht hier vorne. Da geht es dann immer nochmal weiter. So. Und dann fahren wir von hier aus
Das mal gerade raus. Hier genauso. Nehmen hier diese Linie, die dann nach Marxloh führt, und ziehen die dann bis hier hinten. Nicht. So. Und dann irgendwas Marke hier noch nicht. Ja, vielleicht muss ich noch mal eine Bahn fahren, damit das gleich klappt. So, das sind die Regionalzüge, die interessieren uns nicht. Jetzt haben wir ein paar neue definiert. Die müssen wir jetzt gleich nochmal korrigieren. Also hier ist der Verkehr aus den Testerbergen. Da können wir hier mal einmal umsteigen. Auf die Linie gucken wir mal, was wir damit machen. Wir werden noch einen Pendelverkehr einrichten. Das sehen wir dann. So, wir brauchen hier noch Strom. Aber da hatte ich jetzt sowieso überlegt, zu sagen, dass wir das Gebiet noch mal entwickeln. Das machen wir jetzt dann mal schnell, dass wir noch ein paar Straßen durchziehen, denn das ist ja auch weitestgehend unentwickeltes Land und auch ungenutztes Land. Dann platzieren wir hier entlang dichtes Gewerbe. Hier ein paar Wohngebäude entlang dieser Straße platzieren. Denn wir brauchen hier noch mal, hier Müllverarbeitung, da komme ich schon an unsere Grenzen. Recycling Center und ich glaube die Parkpflege, da gibt es auch Bedarf. Das passt hier hin, das ist sehr gut. Und dann kann man nämlich hier ein paar Bäume setzen, quasi als Puffer gegen das Industriegebiet da auf der Seite. Das ist doch prima. Ja, ich denke, damit haben wir das hier ganz gut im Griff. Haben wir den Schutz gegen die Geruchsbelästigung, die Lautstärke, die hier von dem Industriegebiet kommt. Ja, und dann kann sich das jetzt ein bisschen entwickeln. Ja, der Verkehr hier, der ist schon Wahnsinn. Auch hier, jetzt müssen wir mal gucken, ist das denn jetzt hier eigentlich alles im Sinne des Erfinders? Eigentlich ja. Sollten hier natürlich keine Parkmöglichkeiten bestehen. Das müssen wir nochmal einmal anpassen. Ja, was ist hier los? Wieso? Was fliegt ihr hier? Wo brennt es? Oh, die neue Mitte brennt. Nein. Hier ist das Feuer ausgebrochen. Oh, es brennt lichterloh und die Leute stehen natürlich mittendrin und gaffen. Ja, Freunde, ob das so sinnvoll ist? Uiuiuiui. Ja, die Hubschrauber sind schon im Einsatz. Ja. Sehr schön. Wir gucken nochmal nach der Abdeckung mit Krematorien. Da können wir vielleicht nochmal hier eins in dem Industriegebiet platzieren.
Das kann nicht schaden. Hier in Eppinghofen ist auch überhaupt nicht versorgt mit Krematorien. Da müssen wir auch noch mal aktiv werden. Da muss man, glaube ich, ein Gebäude mal entfernen. Das sieht hier gut aus. Das hier geht auch. Also keine Probleme. Hier haben wir keine Probleme. In Buchholtwellen nicht. Hiesfeld ist gut versorgt. Stärkrade ist gut versorgt. Alles klar. Das passt. Ja. Ja, der Verkehr hier. Ja, er fließt. Er fließt. Also das ist nämlich im Rahmen des Möglichen. Ja, der Stau löst sich immer wieder auf. Nee, das geht. Vor allem ist ja der Plan, dann irgendwann hier drüben auch noch die Umgehungsstraße zu setzen. Das kommt dann auch demnächst fairen Fahren gut. Gucken wir mal, wie jetzt die U-Bahn angenommen wird. Also, das ist die Linie 9. Das ist mal ganz gut, wo wir hier sind. Das hier ist die Linie 7. Die machen wir mal blau. So, die ist jetzt, die geht nach Stärkrade. Also, du bist Stärkrade. Die ist ja gut in Nutzung, da können wir mal ein Fahrzeug mehr spendieren und vielleicht auch hier ein anderes Fahrzeug mit einer höheren Kapazität. Das ist gut. So, dann haben wir die Linie 8. Die führt hier lang. Das ist Stärkrade Osterfeld. Das ist gut, da müssen wir nichts tun. Eine andere Farbe. Dunkles Violett. Und dann haben wir noch diese hier. Wo bist du unterwegs? Das ist hier in Marxloh. Dieser Quatsch, die Linie. Ich möchte dich hier haben und verlängern. Das war der Plan. Also verlegen bis ans Ende und dann zwei neue Haltestellen. Dann gucken wir noch mal. Das ist jetzt der Hauptbahnhof Marxloh. Da ist einiges los. Da brauchen wir auch ein Fahrzeug mit deutlich mehr Kapazität. Ja, die Linie ist auch viel zu lang. Also ich mal gucken, hier die führt. Ach, die geht hier bis an unseren Hub. Okay. Ja, wir beobachten das mal, ob das jetzt mit den Zügen mit der höheren Kapazität besser wird. So, hier die Linie, das ist die Berufsschule jetzt hier, ne? Genau. Da brauchen wir jetzt mal zwei Fahrzeuge mehr. Dann hier eine gute Kapazität. Okay. Lübeck Industrie, die ist noch unattraktiv. Das liegt wahrscheinlich daran, dass wir das hier vielleicht auch noch mal verlängern können. Auch das machen wir noch. Und dann haben wir, glaube ich, die U-Bahn auch soweit fertig. Also von hier aus geradeaus raus. So. Und
jetzt diese Linie hier. Die ziehen wir jetzt auch bis Lohberg und platzieren natürlich auch nochmal zwei Haltestellen. So, das könnte dem Ganzen vielleicht auch nochmal ein bisschen Verkehr geben. Ja. Also, das ist gut. Okerhausen hier, der Stadtpark, der braucht keine. Ja. Also, das wäre das Erste. Nämlich die U-Bahn zu überarbeiten. Das beobachten wir jetzt mal, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt noch die Straßenbahn. Also blenden die U-Bahn mal aus, damit wir den Überblick nicht verlieren. Haben jetzt hier die Straßenbahn. Die sind auch nicht sinnvoll, weil sie halt so lange Verbindungen sind. Die möchte ich jetzt alle löschen. Tschüss. Ich möchte das Spiel weiterlaufen lassen, weil jetzt ja die Straßenbahnen wieder kommen. Wenn ich sie jetzt platziere, die Haltestellen. Also ich werde jetzt hier quasi mal so Kreise bauen in beide Richtungen. Einigermaßen sinnvoll mit 4 Haltestellen auf jeder Ecke. Also quasi mal so einen Kreis führen. Also hier halten wir halten hier. Halten hier vorne, einmal hier unten und hier. Und das gleiche in die Gegenrichtung. Und die benennen wir dann auch direkt. Das ist Hiesfeld. Das eine ist gegen den Uhrzeigersinn Gutz. Und das ist Hiesfeld UZ Uhrzeigersinn. Da brauchen wir nur 2 Fahrzeuge. Ich glaube, das reicht. Sonst haben wir hier zu viele Straßenbahnen, die unterwegs sind. 2 und 2, jawohl. So, da haben wir den ersten Schritt getan. Jetzt möchte ich ungefähr den Bedarf an Bevölkerung nochmal gedeckt bekommen. Habe ich hier noch Möglichkeiten, in Stärkrade was zu platzieren? Da ist hier hinten noch Platz. Da entwickeln wir. Wobei ich möchte ein bisschen jetzt eigentlich füllen. Das Feuer ist gelöscht. Es ist doch alles heil geblieben. Jetzt fehlen noch die Bäume. Gut, also dann setzen wir hier mal einmal Radwege. Komm hier, machen hier nochmal ein Quadrat und füllen das auf. Das kann ruhig so eine Blockbauweise werden, finde ich. Ziehen wir hier das noch so runter, setzen einen Fußweg durch das Gebiet. Und dann brauchen wir die Bischnitzlinie nicht. Einmal hier. Hier gehen wir auch durch, das macht Sinn. Und hier gehen wir dann hinter dem Gebäude einmal lang und gehen hier entlang des Botanischen Gartens. Ja, haben dann hier vielleicht auch noch mal ein paar Bäume, die wir platzieren können. Und haben hier dann niedrige Bebauung, brauchen hier glaube ich noch mal eine Schule. Eine Schule bitte schön und dann hier auf dem Fleck ein paar Geschäfte, Friseur
was man so für den täglichen Bedarf benötigt. Und dann setzen wir hier die. Dafür noch was setzen hier dann die Besiedlung fort. Brauchen hier noch Fernwärme. Das ja, fühlt sich jetzt auch direkt, das war zu erwarten. Ja, dann können wir jetzt weiter die Straßenbahn setzen. Also jetzt haben wir hier in Hiesfeld eine. Dann haben wir hier eine Linie, die fährt hier im Kreis, hier rum, hier rum, hier rum, hält auch hier und hier die Gegenrichtung. So, das ist die Johann Comenius Buchschule. Mal kurz gucken, wer du bist. Du bist die im Uhrzeigersinn, okay. Uhrzeigersinn. Dich machen wir mal blau. Und dich machen wir auch blau. Du bist die Johann Comenius Berufsschule gegen den Uhrzeigersinn. Auch da reichen, denke ich, zwei Fahrzeuge. Klappt das hier? Ja, das wird sich jetzt einbilden. Gut, die anderen mache ich jetzt mal im Timelapse-Modus, denn das ist jetzt zum Klicken ein bisschen mühselig. Bis gleich. Damit haben wir jetzt erstmal alle Straßenbahnen gesetzt. Was jetzt hier noch fehlt, ist Stärkrade und die neue Mitte durch den Kreisverkehr. Ich will die Straßenbahn hier nicht durch den Kreisverkehr eigentlich führen. Das heißt, ich muss hier irgendwo einmal quer durch. Ich habe hier den Hub quasi als Schleife. Dann könnte man hier irgendwie durch. Das wäre gar nicht so schlecht. Können wir uns da nicht irgendwie durchwursteln? Wenn wir hier eine Verbindung hier so setzen, das gucken wir uns doch nochmal eben an. Also Straße. Und dann müssen wir von der Kreuzung aus einmal quer kommen. Kann ich hier platzieren, du brauchst dann hier. Da gibt es Unzufriedenheit, okay, damit muss man als Stadtrat leider manchmal leben. Das ist doch gar nicht so schlecht, dann habe ich jetzt hier die Verkehrsführung für die Straßenbahn noch in Stärkrade. Also hier halten, hier vorne, hier und kommen dann in einem großen Bogen zurück. Da ist jetzt noch nicht so viel los. Das ist aber nicht so schlimm. Da entsteht in Zukunft sicherlich auch noch etwas an Gewerbeentwicklung. Das sieht gut aus. Also jetzt hier, das ist der gerade Uhrzeigersinn. Und dann haben wir der gerade
gegen den Uhrzeigersinn. Auch orange. Und dann haben wir noch bei den Fahrzeugen, da brauchen wir sicherlich keine 5, da reichen sicherlich auch 3 sollten da. Oh, nicht 5, 3 habe ich gesagt. 3 und 3. Ja. Damit haben wir das Problem auch. Können diese Straße dann auch noch upgraden zu einer mit Fahrradwegen. Hier haben wir das schon. Der Verkehr fließt hier ganz gut. Das gucken wir uns gleich nochmal einmal an. Aber das sieht doch schon ganz passabel aus hier. Ihr könnt weg. Ja, und dann müssen wir jetzt das hier noch machen. Das werden wir jetzt auch nochmal eben schnell lösen, das Problem. Aber der Verkehr, ja, hier ist ein Problem. Vielleicht müsste ich nochmal gucken, dass wir hier die Straßen vielleicht priorisieren. Das habe ich natürlich auch noch nicht gemacht. Also, gucken wir mal hin. Diese Straße kriegt mit so einer Hauptstraße. Das gleiche machen wir ja. So, gucken wir, ob wir jetzt nichts kaputt gefrickelt haben. Aber vielleicht hilft das hier noch mal ein bisschen beim Verkehr. Wenn wir jetzt hier das so. Ja, gucken wir mal, hier sind jetzt die richtigen, oder? Gucken wir nach, nicht, dass wir jetzt hier die falschen Schilder gesetzt haben. Ja, Hauptstraße, das ist gut. Ja, Hauptstraße. Ja. Okay, Hauptstraße, ja, hier können wir, das hier quasi als Abbiegungshauptstraße machen. Hauptstraße, das ist okay. Vielleicht müssen wir hier noch eine Ampel dann mal setzen, aber das ist ganz gut. Hauptstraße, Vorfahrt. Ja. Ja, das löst sich hier auf. Das ist gut. Es staut sich hier und da mal ein bisschen. Hier staut sich jetzt weiter zurück, aber es ist eine Vorfahrtsstraße. Das ist in Ordnung. Haben wir hier auch dreispurige mit Straßenbahn? Ne, die sechsspurig gibt es nicht mit Straßenbahn. So, ja, das ist aber in Ordnung. Dann kümmern wir uns jetzt hier nochmal um die Straßenbahnverbindung. Wir haben wieder einen immensen Bedarf an Bevölkerung. Wir müssen mich jetzt hier vorbeiführen an der Haltestelle. Ziemlich Strom mal woanders lang. Die brauchen wir noch. Hier haben wir die Verbindung, da hinten haben wir auch die Verbindung, alles klar. Also dann Straße, dann haben wir hier die. Oh, ich kriege Probleme mit der Fernwärme, sehe ich gerade. Wir sind im Januar, okay. Da müssen wir dann nochmal nacharbeiten, aber nicht mehr in dieser Folge. Ich möchte diese Straßenbahn heute abschließen. Also dann brauchen wir nur Straßenbahnschienen. Wir führen hier die Straße erst nochmal weiter. Haben wir hier die Verbindung für unsere Straßenbahnhaltestelle. Fahren dann hier einmal quer hier rüber. Das kann euch. Na, das geht
So nicht. Einmal so. Das mag er nicht, dann müssen wir ihn nochmal einmal erweitern. Und können dann hier quer rüberziehen. Und die Straße hier upgraden. Eine normale Straße, bitte. Vierspurig. Das ist eigentlich egal, ne? Das hier und Upsala, das nicht, aber das kriegen wir wieder. Ja, das passt. Und dann haben wir hier einen Streifen, den wir noch bauen können. Das machen wir auch direkt. Ziehen das hier durch. Ja, alles klar. Setzen unsere Straßenbahn, damit die sich schon mal entwickeln kann. Also wir haben hier eine Haltestelle. Ach so, haha. Da fehlt hier der Abschluss. Da wäre ja die Idee, hier lang zu fahren. Also Straßenbahn Upgrade. Diesen Weg zu nehmen, einmal durch die neue Mitte. Da haben wir jetzt hier so ein paar Fußgängerwege verloren. Das akzeptieren wir. Platzieren hier schon mal Gebäude. Setzen wir noch mal Wege durch. Das wäre noch ganz gut. Also das ist jetzt neue Mitte Uhrzeigersinn. Und das ist die neue Mitte gegen den Uhrzeigersinn. Und die machen wir in dunklen Orange. Da reichen, denke ich, auch drei Fahrzeuge. Relativ großer Abstand. Aber okay. Ne, mag er nicht. Drei. Und 3. Jawohl! Und mit der Entwicklung und der doch etwas länger gewordenen Folge, aber ich denke ganz sinnvoll, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Die Fernwärme passt hier auch. Wir sind im Sommer wieder angekommen, deswegen, oder im Februar sind wir, aber haben keinen hohen Bedarf. Ja, und mit dem Blick auf unsere Straßenbahn, auf die Statistiken. Bruckhausen hat schon hohen Bedarf. Das läuft schon an. Hier haben wir sogar schon eine Haltestelle. Das ist die Hauptbahnhof-Haltestelle. Die größere Fahrgastzahlen hat der Rest, denke ich, muss sich entwickeln, wird sich entwickeln. Das beobachten wir und werden dann nochmal eine Folge einschieben für die Busse. Ja, also mit dem Blick von ganz oben auf unsere Stadt bedanke ich mich dann wieder fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin.